Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Körperstiftung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Körperdebatte im Jahre 2013. Für die kleine Verzögerung bitte ich ganz herzlich um Entschuldigung. Unser Thema heute lautet: Droht eine Militarisierung deutscher Außenpolitik? Nun ist es ja so, dass Deutschland traditionell mit dem Instrument des Militärischen relativ zurückhaltend umgegangen ist, hauptsächlich aufgrund unserer Geschichte. Trotzdem kann man sagen, in den letzten über 20 Jahren seit der deutschen Wiedervereinigung hat Deutschland einen weiten Weg zurückgelegt, wenn wir zum Beispiel an das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr denken. Es hat Auslandseinsätze gegeben in Afrika, in Asien, in Europa, auf dem Balkan, und heutzutage sind über 6.000 Soldaten im Ausland im Einsatz. Das Thema, wie wir mit dem Instrument des Militärischen umgehen in der Außen- und Sicherheitspolitik, ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Es ist weiterhin sehr viel Musik in diesem Thema. Es tut sich eine ganze Menge. Ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Die Bundeswehr ist in einem schwierigen Umbauprozess begriffen hin zu einer sogenannten Einsatzarmee. Einsatzarmee soll heißen, dass die Bundeswehr in Zukunft besser vorbereitet ist auf die Anforderungen von Auslandseinsätzen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen das Parlament, das sogenannte Parlamentsbeteiligungsgesetz reformieren. Das ist das Gesetz, das die Mitbestimmung des Bundestages regelt, was Auslandseinsätze der Bundeswehr angeht, um der Bundesregierung mehr Spielraum zu geben, insbesondere was kurzfristige Auslandseinsätze angeht. Sie haben alle in der Presse lesen können in den letzten Monaten, dass der Bundesverteidigungsminister beabsichtigt, bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr anzuschaffen. Daraufhin hat sich auch eine sehr kontroverse Debatte entwickelt, was die ethischen Rahmenbedingungen oder Grundlagen bewaffneter Drohnen angeht. Mindestens ebenso umstritten ist allerdings auch das Thema Waffenexporte. Deutschland ist in den letzten 5 Jahren der drittgrößte Waffenexporteur der Welt gewesen, nach den USA und nach Russland. Und es gibt die sogenannte Merkel-Doktrin, diesen Begriff hat der Spiegel geprägt. Dahinter verbirgt sich eine Passage einer Rede von Bundeskanzlerin Merkel, die sie beim 50-jährigen Jubiläum des Bergedorfer Gesprächskreises gehalten hat, eine außenpolitische Grundsatzrede. Und sie hat dort gesagt, dass sie sich dafür ausspricht, dass Deutschland auch bereit sein sollte, Partnerstaaten auch in Krisenregionen militärisch mit Waffen zu beliefern, um diese zu befähigen, selbst Verantwortung für regionale Sicherheit zu übernehmen. Auch das ein sehr umstrittenes Thema. Sie haben auch da in der Presse lesen können, dass zum Beispiel die beabsichtigte Lieferung deutscher Kampfpanzer an Saudi-Arabien eine äußerst kontroverse Angelegenheit ist. Vor dem Hintergrund dieser Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, stellen wir heute ganz pointiert und bewusst pointiert die Frage: Droht eine Militarisierung deutscher Außenpolitik? Und ich freue mich sehr, dass wir für dieses Thema zwei exzellente Sprecher gewinnen konnten, mit denen die Diskussion, ich glaube, ganz besonders spannend werden wird. Und ich darf zuerst ganz herzlich begrüßen Jürgen Trittin, Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2013. Herr Trittin, das ist Ihre zweite Debatte. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen bei der Körperstiftung. Unser zweiter Gast ist Wolfgang Ischinger, Botschafter Wolfgang Ischinger, mit dem uns eine lange Freundschaft, kann ich fast schon sagen, mit der Körperstiftung verbindet. Er war vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, in der zweiten Reihe als Mitarbeiter der deutschen Botschaft in den USA, hat er an einem Bergedorfer Gesprächskreis teilgenommen, in der zweiten Reihe mit Kurt Körber und Helmut Schmidt. Er ist einer der profiliertesten deutschen Diplomaten und Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, der wichtigsten international wichtigsten Sicherheitskonferenz. Ja, Herr Ischinger, ganz herzlich willkommen im Körperforum. Die Diskussion wird wie immer moderiert von Stefan Cornelius, Leiter des Ressorts Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Herr Cornelius wird dafür sorgen, dass die Debatte ordnungsgemäß abläuft, dass das Thema von allen Seiten beleuchtet werden wird und dass Sie, liebes Publikum, am Ende auch, so wie immer bei den Körperdebates, die Möglichkeit bekommen, für Fragen
und Kommentare. Damit beende ich meine Begrüßung, Herr Cornelius, Herr Ischinger, Herr Trittin. The floor is yours. Dankeschön. Also, wir müssen auf diese Seite. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite und von der Süddeutschen Zeitung, die hier immer ein dankbarer Mitveranstalter ist. Ich bin der Notar, wie Sie gehört haben, und die Kugeln sind alle Kugeln sind im Rotor. Das kommt ja auch mal vor, dass es nicht funktioniert. Wir haben ein sehr schwieriges Thema heute, ein sehr emotional belastetes Thema, ein sehr aufgeladenes Thema, das natürlich auch durchaus in Wahlkämpfen eine Rolle spielen kann, möglicherweise nicht ganz so in diesem Jahr, vielleicht doch, Herr Trittin, wenn ich heute an die Drohne denke, die 500 Millionen gekostet hat und nun doch wahrscheinlich einer Untersuchung harrt, wohin das Geld floss und warum es nicht floss oder warum es wieder zu keinem Ergebnis führte. Wir haben dieses Jahr aber eben einen Wahlkampf, der nicht belastet ist von aktuellen Einsatzdebatten, wie wir das im Irak hatten 2003, wie auch ihr Afghanistan immer gelegentlich über Wahlkämpfen schwebte, ist rausgenommen. Trotzdem reden wir über das Thema Militär und Außenpolitik, Militarisierung der Außenpolitik, ein sehr umfassendes Thema. Wir haben wie immer zwei Karten, die Sie auf Ihrem Stuhl gefunden haben. Und bevor ich jetzt weiterquatsche, machen wir eine Abstimmung. Sie kennen das Spiel. Wir zählen, wo die Gewichte ungefähr verteilt sind im Saal. Also wer für die eine Seite, wer für die andere Seite votiert. Sie haben eine Ja- und eine Nein-Antwort. Ich würde also bitten, jeden, der Meinung ist, wir beobachten eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik, die grüne Karte zu heben. Das ist quasi ja, es gibt eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Das wird jetzt gezählt. Bitte halten Sie die Karten noch ein paar Sekunden oben. Im Gang sind Mitarbeiter unterwegs, die die Stimmen addieren. Und dann... Das ist noch nicht ganz zu Ende. So, ich glaube, das haben wir. Dann kommt die Gegenprobe. Nein, es gibt keine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Bitte die Gegenprobe also. Die Damen und Herren im Flur zählen wieder. Sind, glaube ich, etwas weniger. Sie kennen das Spiel, dass wir anders als in früheren Jahren keine klare Rollenverteilung auf der Bühne haben. Das heißt, wir diskutieren dieses Thema. Es gibt vielleicht eine Neigung in die eine oder andere Richtung der Diskutanten, aber es ist nicht ein Diskutant gehalten, die eine Position sklavisch zu vertreten und dafür zu kämpfen. Also das klassische Debattenformat Pro und Contra ist etwas aufgeweicht. Wir machen das deswegen, weil gerade in diesen sehr komplexen außenpolitischen Fragen eine Festlegung auf eine Ja- oder auf eine Nein-Position häufig doch der Sache nicht gerecht wird. Also ist China eine Gefahr für Deutschland? Ja oder nein? Ist schon eine schwierige Frage. Also sollte man nicht so holzschnittartig zuspitzen. Vielleicht auch bei der Frage Militarisierung nicht. Aber was wir nun vorhaben, ist, dass wir Ihnen Argumente liefern. Bevor wir anfangen, warten wir noch die Zahlen ab, die jetzt kurz addiert werden hinten. Wollen wir Ihnen also Argumente liefern über die Frage der Militarisierung und die Rolle des Militärs in der deutschen Außenpolitik, was sich da vielleicht ändern wird, was sich auch durch Technologie ändert. Herr Paulsen sprach die Drohnen an. Wir beobachten vermehrt einen extremen Druck im Bereich Cyberkriminalität nicht nur, sondern auch eben Cyberwarfare, wie sich das in der Militärsprache nennt, also Kriegsführung durch elektronische Mittel. Die großen Streitkräfte der Erde und auch die Bundeswehr rüsten in diesem Bereich auf, weil das sicherlich eine Verwundungsstelle ist, ein Bereich ist im Bedrohungsspektrum, den wir im Moment erst in seinen Umfängen erkennen und ausloten. Sicherlich sind die emotionalen Fragen Entsendung von Streitkräften im Moment nicht ganz vorne zu diskutieren, aber auch das kann wieder kommen. Wir haben Syrien, wir haben die Frage, ob man da tatsächlich eingreifen kann. Und wenn das sich dann um eine Militarisierung handelte, dann wäre das
auch Teil der Debatte hier. Also wir haben abgestimmt, das Ergebnis haben Sie schon emotional vorweggenommen. 165 sagen ja, es ist so, 51 von Ihnen sagen nein, wir erleben keiner. Es kann sich verändern. Herr Trittin, let the battle begin. Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Die Grünen haben lange gehadert, überhaupt mit der Frage Militär. Dann kam Kosovo. Wir haben harte Debatten in der Partei erlebt. Sie haben in den letzten Jahren selbst, was zum Beispiel Afghanistan angeht, einen sehr geraden Kurs gefahren. Das war eine sehr stringente Politik, die da verfolgt wurde. Und trotzdem kommt das Thema immer hoch. Was bedeutet für Sie Militarisierung und was ist berechtigtes militärisches Interesse und mit welchem Grad muss das verfolgt werden? Vielleicht sollte man am Anfang eine Bemerkung machen, die ein bisschen das beschreibt, was der außenpolitische Konsens in Deutschland ist, quer zu, ich würde sagen, allen Parteien. Nämlich eine Politik der Einbindung in die Europäische Union, in die NATO und auch eine Politik der Zurückhaltung, eine Politik der Multilateralität. Ich sage das bewusst vorweg, weil dieser Begriff Militarisierung an der Stelle so Assoziationen aus dem Kaiserreich und Ähnlichem vielleicht aufkommen lässt, der vielleicht dem Problem, mit dem wir uns jetzt auseinanderzusetzen haben, was ein ernstes Problem ist und wo es auch eine ernste Kontroverse drum gibt, nicht ganz gerecht wird. Es ist unzweifelhaft, dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Geschichte ihr Verhältnis zum Militär und zum Einsatz des Militärs in der äußeren Politik gewandelt hat. Dazu waren wir gezwungen, uns einer bitteren Realität zu stellen, nämlich nach Jahrzehnten des Nichtkrieges, stabilisiert durch die Androhung gegenseitigen Selbstmordes, anders war die Politik der Abschreckung ja nicht zu beschreiben, kehrte mit dem Zerfall der Blöcke der Krieg, und zwar in einer brutalen und außerordentlich hässlichen Form ethnischer Säuberungen und Kämpfe, auf dem Balkan hier zurück. Dies hat in Deutschland, und die Grüne Partei hat das, diese Debatte mitgeführt, manchen Stellen vielleicht auch mitgeprägt und miterlitten, die Rolle des Militärs anders definiert. Wir haben seit 20 Jahren eine Politik, wo Deutschland sich durchgehend an multilateralen Operationen beteiligt, in der Regel unter einem Mandat, in vielen Fällen auch unter dem Kommando der Vereinten Nationen. Und das sagt das vorweg, weil ich mit dem Begriff Militarisierung in diesem Zusammenhang ein bisschen zurückhaltend bin, weil man schon klar haben muss, dass der zweitgrößte Truppensteller auf der Welt, der zurzeit Truppen in fremden Ländern entsandt hat, nicht irgendeine Großmacht ist, sondern es sind die Vereinten Nationen. Die werden geführt durch das Department for Peacekeeping Operations in New York. Und in dem Zusammenhang von Militarisierung zu sprechen, wo das Eigenverständnis ist, man bemüht sich darum, Konflikte zu vermeiden, zu begrenzen, zu beenden, State Building und Ähnliches zu betreiben, da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Aber ich glaube, wir müssen uns sehr ernst der Situation stellen, was heißt nach 20 Jahren solcher Einsätze, was ist die Bilanz? Und die Bilanz ist keine eindeutige. Wir hatten erfolgreiche Missionen, Artemis im Kongo, die tatsächlich etwas schnell bewegt haben. Wir haben Missionen, die in der Perspektive einer Lösung zugeführt werden. Das würde ich für fast alle Balkanmissionen sagen. Wir haben Missionen, die ihren Ziel verfehlt haben. Das war die Mission in Darfur. Wir haben das nicht verhindern können, was sich dann vollzogen hat. Und wir sind in einem Bereich, wo wir zumindest das Ziel, was mal am Ende auch angestrebt war, neben dem Sturz des Regimes der Taliban und der Beseitigung der unmittelbaren terroristischen Bedrohung, die von Afghanistan der dortigen Regierung ausging, nämlich Afghanistan in einen stabilen Zustand zu überführen, mit der Abwesenheit von Krieg und dort State- und Nation-Building, ob wir diese Aufgabe erreichen,
Daran zweifeln einige. Ich habe einen britischen Offizier gehört, der gesagt, wir machen das wie früher, wir erklären den Sieg und ziehen ab. Ich würde es mir nicht so leicht machen, das wird eine sehr schwierige Veranstaltung. Das heißt, die Bilanz ist eine gemischte. Und wenn man diese Bilanz solcher Einsätze zieht und mal guckt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Übrigens eine erfolgreiche Mission auf dem Balkan war Mazedonien, das war gerade die Konsequenz aus Kosovo. Dann waren das immer die Missionen, wo es am Ende eine politische Lösung und eine Perspektive für die Konfliktparteien zu einer politischen Lösung hingegeben hat. Also auf dem Balkan die Perspektive der Integration in die Europäische Union. Wir werden morgen im Bundestag beschließen, dass eine der Kriegsparteien aus dem Bürgerkrieg auf dem Balkan, Kroatien, nach Slowenien Mitglied der Europäischen Union wird. Und das war ein wesentlicher Schritt, dass man diese Geschichte, diese blutige Geschichte dem Ende zubringen kann. Die Missionen, die gescheitert sind oder mit einem fragwürdigen Ausgang versehen sind, wie Afghanistan, diese Missionen sind in der Regel nicht militärisch gescheitert, sondern sie sind gescheitert, weil die Instrumente zum Aufbau von solchen politischen Lösungen entweder nicht vorhanden waren oder zu schwach ausgebildet wird. Wenn man also von einer Fähigkeitslücke sprechen will, so würde ich, das kann man bei der aktuellen Debatte um die Situation, wie entwickelt sich beispielsweise Mali und anderswo sagen, die Fähigkeitslücke beruht weniger im Militärischen als in dem Bereich, welche Fähigkeiten zur zivilen Wiederaufbau auch für Polizeimissionen, für rechtsstaatliche Missionen, also all das, was zu State Building, zur Wiederherstellung von geordneten Strukturen in zerfallenen Staaten fehlt. Das ist das Dilemma, was wir haben. Das ist ein Dilemma, was nicht nur wir haben. Das ist das Dilemma, was die Europäische Union selber hat und an der Erfolg solcher Missionen scheitert. Ich glaube dennoch, dass wir weiterhin vor der Herausforderung stehen werden, dass die Notwendigkeit durch den Einsatz auch von Militär Zeitfenster für politische Lösungen zu schaffen, dass wir die Erfordernis haben werden, zivil-militärische Missionen zu haben, dass Deutschland sich davon nicht wegstehlen kann. Aber wenn wir uns einem Problem nach 20 Jahren Intervention stellen müssen, dann ist das in meinen Augen die Fähigkeitslücke beim zivilen Wiederaufbau, bei Polizeimissionen und Ähnlichem, bei der Verknüpfung des Militärischen mit dem Zivilen zu schließen, damit eben das, was der berechtigte Anspruch an dieser Stelle ist, nämlich Militär als Ultima Ratio und als Mittel für politische und zivile Lösungen ein Zeitfenster zu schaffen, damit dieser Anspruch auch gerechtfertigt wird. Wie erklären Sie sich, dass eine so starke Gruppe hier im Publikum, und ich halte es für durchaus repräsentativ, von einer Militarisierung der Außenpolitik Das hat damit zu tun, dass natürlich die Operation zum Beispiel in Afghanistan eine gewesen ist, die in der Anfangszeit sehr sozusagen mit Macht und Gewalt vorgegangen ist, die aber am Ende des Tages, wo viele Menschen sagen, was machen unsere Leute da eigentlich noch? Das sagen übrigens auch Bundeswehrsoldaten, die da eingesetzt sind. Und es kommt ein zweites hinzu, das ist die jüngere Entwicklung. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Wir sind konfrontiert mit anderen Auswegen aus dieser Bilanz von Missionen, als ich sie ziehen würde. Wir haben zum Beispiel eine Entwicklung in den USA, die aus dem Scheitern des Irakkrieges, eine richtige Niederlage amerikanischer Außenpolitik im Irak, die aus den Schwierigkeiten des Afghanistan-Einsatzes die Schlussfolgerung ziehen, wir ziehen uns da raus und wir konzentrieren uns auf die Operationen unserer Special Forces. Möglichst automatisiert, geringes Risiko für die eigenen Leute, das ist das sogenannte Targeted Killing, was eine Beschönigung des Ganzen ist. Es sind in der Regel viele, viele Menschen, die dabei betroffen sind, die ganz unschuldig sind und mit dem nichts zu tun haben, die Schwelle zwischen Krieg und Frieden, das ist das Kennzeichen dieser Drohnenangriffe und dieser Special Forces Auseinandersetzung, enorm abgesenkt hat und
die im Grunde genommen zu einer Verwischung der Grenze zwischen Krieg und Frieden, auch übrigens rechtlich, an der Stelle geführt hat. Und das lehnen viele Menschen, ich finde, völlig zu Recht ab. Das, was da passiert, ist übrigens auch langfristig kontraproduktiv, weil in meinen Augen es diese Länder, wie zum Beispiel Afghanistan, wie zum Beispiel Pakistan, extrem destabilisiert und mit unendlich viel sogenannten Kollateralschaden, also zivilen Opfern, einhergeht. Das Zweite ist die Konsequenz, die zitiert worden ist, hier aus der Rede der Bundeskanzlerin. Nochmal, alles, was Sie am Anfang gesagt haben, lasse ich auch für Sie gelten. Sie, da. Nur die Konsequenz, die daraus gezogen wird, aus den Schwierigkeiten solcher Missionen, auch die Akzeptanz für solche Missionen, es ist auch für einen Bundestagsabgeordneten, der mitentscheidet, dass da Menschen hingehen und die töten andere, die werden auch getötet. Und wenn Sie dann mal auf Angehörige von Soldaten zugehen, die ihren Familienangehörigen da verloren haben, das ist keine leichte Entscheidung, macht sich auch kein Bundestagsabgeordneter jenseits aller Parteien in irgendeiner Weise leicht. Wenn aus dieser dann umgekehrt in Deutschland die Konsequenz gezogen oder von der Bundesregierung die Konsequenz gezogen wird, wir versuchen es mal damit, stellvertretend Ordnungsmächte hochzurüsten. Und diese Stellvertreter-Hochrüstung begünstigt dann Länder wie Saudi-Arabien. Da muss man gar nicht auf das Innere gucken. Ein Regime, was philippinische Krankenschwestern nach Folter, unter Folter erzwungenen Geständnissen enthauptet. Ein Regime, was in Bahrain sich aktiv an der Niederschlagung der Demokratiebewegung beteiligt hat. Wenn ein solches Regime dann definiert wird als ein stabilisierender Faktor in dieser Region, dann haben viele Menschen den Eindruck, das geht nicht mit rechten Dingen zu und das ist falsch. Und das Gefühl der Menschen ist richtig. Ich war gerade dieser Tage in Mali. Und wenn Sie da mit den eingesetzten französischen und afrikanischen Soldaten reden, dann erzählen die Ihnen, dass entlang des Niger bei Gao der ganze Fluss Ziel von langjährigen wahhabitischen Missionswerken. Das ist da, wo in Mali Al-Qaida stark ist. Das ist das, was Saudi-Arabien beigetragen hat zur Destabilisierung von Mali. Und deswegen ist die Behauptung, wir könnten vermeintliche Bündnispartner durch Hochrüstung helfen zu stabilisieren, zumindest im Fall Saudi-Arabien eine, die die meisten Menschen zutiefst empört. Saudi-Arabien ist ein despotisches, menschenrechtsverletzendes Regime, was zudem in seiner Außenpolitik viel dazu beigetragen hat, dass wir in Nordafrika und südlich der Sahelzone eine absolut destabilisierte Situation haben. Das ist kein Einsatz, der darauf abzielt, Auslandseinsätze zu vermeiden, sondern die möglicherweise dazu führt, dass wir anschließend weitere Auslandseinsätze zu bewältigen haben. Da verstehe ich dieses Votum gegen diese Form von Militarisierung, ist man, finde ich, völlig zu Recht. Vielleicht diskutieren wir über das Thema Rüstungsexport und Rüstung gleich grundsätzlich ja auch um vielleicht Bewaffnungsthemen wie Drohnen, weil das ja auch ein sehr emotionales Thema ist. Aber Herr Ischinger, noch mal zum grundsätzlichen Thema. Eine Militarisierung im Sinne von Truppenentsendung um der Beteiligung an militärischen Einsätzen. Sehen Sie eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik? Haben wir nach 9/11 eine Art Peak erreicht, eine Art nun Entsendemüdigkeit, eine Interventionsmüdigkeit, die wir bei uns betrachten? Das heißt, ist das Thema Militarisierung der Außenpolitik, Sie setzen es schon in Anführungsstriche, auf dieser übergeordneten Entsendeebene gar keins? Also ich glaube, Jürgen Trittin hat das völlig richtig aus meiner Sicht dargestellt. Man muss sich ja immer wieder vergegenwärtigen, wo wir herkommen, wir, die Deutschen. Noch Anfang oder bis in die Mitte der 90er Jahre war, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, kein deutscher Soldat im Auslandseinsatz. Und es war damals auch überhaupt nicht absehbar, dass wir einen doch relativ ordentlichen Konsens über sämtliche Parteifarben hinweg
mal von der Linkspartei abgesehen, haben würden, die es erlauben würde, dass seit der Regierungszeit von Helmut Kohl alle Bundesregierungen in der einen oder anderen Form solche Einsätze beschließen konnten und noch wichtiger, der Bundestag diesen Einsätzen zugestimmt hat. Also ich glaube, wir haben da einen weiten Weg zurückgelegt. Richtig ist aus meiner Sicht auch, dass die Frage, wie viel Militär brauchen wir? Brauchen wir das militärisch überhaupt, dass wir durch den Kosovo-Einsatz selbst auf der kritischen Linken des deutschen Spektrums gelernt haben, dass es leider, dass wir leider in einer Welt leben, in der so ganz ohne Militär nicht geht. Frieden schaffen, sozusagen ganz ohne Waffen, hat sich als in der harten Realität nicht so ohne weiteres machbar herausgestellt. Selbst in Europa. Da musste man gar nicht nach Asien oder Afrika hinausdenken. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Entwicklung, die wir Deutschen jetzt hinter uns gebracht haben, dass man das als Tendenz in einer Militarisierung bezeichnen kann. Ich komme gleich zu dem Punkt Rüstungsexport auch noch einmal. Ich glaube aber, dass im globalen Kontext es schon eine Tendenz gegeben hat in den letzten 10, 12 Jahren. Es hat zum Teil auch etwas mit 9-11 und den Folgen zu tun. Es gab, aus Amerika kommt, einen zu starken Glauben, dass man mit dem Einsatz überlegener militärischer Macht sozusagen sich die Welt selber zusammenschrauben kann, sozusagen nach eigenem Gusto. Das hat sich als häufig eine Illusion, sehr häufig als nicht machbar und sehr häufig auch als falsch erwiesen, siehe Irak. Und ich will jetzt Herrn Trittin nicht wiederholen, noch ist ja nicht ganz sicher, wie diese Mission, die jetzt über 10 Jahre gedauert hat, in Afghanistan wirklich ausgeht und was die mittel- und längerfristigen Folgen dort sein werden. Also ich glaube, dass es solche Tendenzen gegeben hat. Ich sehe sie aber nicht bei uns. Ich glaube, wir haben, alle Bundesregierungen haben das mit Maß betrieben, mit der berühmten Kultur der Zurückhaltung, was immer man vor diesem Begriff halten mag. Mir scheint, ich bin aber trotzdem überrascht, dass ein so großer Teil des Publikums hier der Meinung zu sein scheint, dass wir Gefahr laufen, in Militarisierungstendenzen hineinzulaufen. Deswegen will ich mich hier ganz deutlich auf die Seite der Minderheit stellen und sagen, ich sehe, ich habe eher Sorgen in die andere Richtung. Ich habe Sorgen, dass die Europäische Union, die wir ja stärken und fördern wollen, in die wir uns einbetten wollen, in den Multilateralismus, wie gerade gesagt, dass wir auch zu 27 das, was wir eigentlich tun können müssten, nicht wirklich tun können oder jedenfalls nicht tun. Ich verstehe bis jetzt noch nicht, und es hat mir bisher auch niemand wirklich stringent erklären können, warum nach dieser explosionsartigen Entwicklung in Mali nicht statt eines nationalen Einsatzes Frankreichs, das dann andere wie uns um Hilfe gebeten hat, bilateral, national, warum nicht die Europäische Union hier sozusagen ihre Flagge aufsetzen konnte und in der Tat militärisch und zivil eine größere Operation hätte anfangen können oder aus meiner Sicht anfangen müssen. Denn klar ist, auch in Mali reicht es nicht, die Rebellen niederzukämpfen. Hier braucht man, und da bin ich ganz bei Herrn Trittin, da braucht man einen umfassenden Ansatz. Wenn man die einfach hinter die Grenze zurückscheucht, dann kommen die bei der nächsten Gelegenheit wieder. Das erfordert also einen komplexeren politisch-sozialen, wirtschaftlichen, entwicklungspolitischen Ansatz. Herr Ischinger, eine der großen, glaube ich, Unzufriedenheiten oder das Gefühl von Unwohlsein entsteht ja dadurch, dass der Maßstab fehlt oder dass das Kriterium fehlt. Wir diskutieren, seitdem Truppen ins Ausland entsendet werden, über Entsenderichtlinien oder über sozusagen Kriterien, nach denen man sich beteiligen könnte an Konflikten in der Welt oder die man vielleicht mit eigener Kraft auch lindern könnte. In Libyen hat sich die Bundesregierung entschlossen, raus zu enthalten und damit der Mission fernzubleiben.
In Syrien stehen wir vor einem gewaltigen moralischen Dilemma. Wir sehen ein Schlachten und wissen nicht, was man tun kann, um es tatsächlich militärisch oder politisch zu stoppen oder zu lindern. Haben Sie in all den Jahren eine Leitlinie gefunden, an der entlang Sie sagen, das ist machbar? Oder hilft denn nur der kalte, blanke Realismus, der sagt, da haben wir Erfolg, das machen wir, da haben wir keinen Erfolg, das machen wir nicht? Also die Vereinten Nationen haben vor 6 Jahren oder 7 Jahren diese berühmte Resolution verabschiedet. Das ist keine bindende Resolution der Generalversammlung. Die sogenannte Schutzverantwortung, Responsibility to Protect. Ein, wie man so schön sagt, neues oder neu formuliertes Prinzip des internationalen Rechts oder der internationalen Politik. Also mit anderen Worten, der Diktator, der anfängt, sein eigenes Volk zu massakrieren oder der nicht imstande ist, seine eigene Bevölkerung vor schwierigsten Gefahren zu beschützen, der darf nicht mehr auf Dauer und kategorisch auf das Prinzip der territorialen Integrität hoffen, sondern der muss damit rechnen, dass die internationale Gemeinschaft zu dem Ergebnis kommt, da eingreifen zu müssen. Das muss ja nicht gleich militärisch sein, aber das kann ultima ratio mäßig auch militärisch sein. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wieso konnten diejenigen, die in Libyen eingegriffen haben, wir haben ja nicht dazugehört, wieso konnten die das in Libyen machen, sozusagen mit der Flagge Responsibility to Protect. Wir beschützen jetzt die Bevölkerung von Benghazi vor dem wild gewordenen Gaddafi. Wieso ist das in Syrien nicht möglich? Das ist ja im Grunde Ihre Frage. Und wie kommen wir aus diesem Dilemma? Ich glaube, es gibt ein relativ einfaches Kriterium, um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wir stehen da vor einer ähnlichen Frage wie der Arzt, der sich mit dem Patienten beschäftigt, den er jetzt operieren soll. Wenn die Gefahr besteht, dass die Operation den Patienten nicht nur nicht heilt, sondern möglicherweise umbringt oder seinen Zustand verschlechtert, dann sollte man möglichst das Skalpell nicht ansetzen. In Libyen war die Lage so, zumindest nach damaliger Einschätzung der meisten Experten, dass man das wagen konnte, weil man davon ausgehen konnte, diese Situation ist handhabbar. In Syrien sind die meisten militärischen Experten, die ich kenne, der Meinung, die Gefahren einer unkontrollierbaren Entwicklung sind so mannigfaltig, dass man das nicht machen möchte. Was heißt denn, das nicht machen möchte? Und dann kommt die Frage, warum machen wir nicht eine Flugverbotszone auf und verbieten Herrn Präsident Assad, seine Kampfflugzeuge aufsteigen zu lassen? Naja, das scheitert zunächst mal schon in New York beim Sicherheitsrat, weil Russland und China... Serbien war es kein Problem. Möglich, bitte? Gegenüber Serbien war es kein Problem. Im Falle Serbien haben wir uns dann mühselig beholfen mit juristischen Hilfskonstruktionen. Das war damals in einer Lage möglich, in der man sagen konnte, die gesamte wohlmeinende Weltgemeinschaft, die gesamte Europäische Union, die gesamte NATO, alle sind der Meinung, hier droht ein Völkermord, also ist jetzt ein überragendes Interesse. Wir können gar nicht falsch liegen, wenn wir da eingreifen. Das würde ich mir nicht zutrauen, einen solchen Satz jetzt im Falle Syrien zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir diese Gefahren, die mit einem wie auch immer gearteten Eingreifen verbunden sind, nicht hinreichend abschätzen können. Die Folgen sind nicht abschätzbar. Wir wissen nicht, welche Rebellengruppe dann in welcher Weise hinterher die Macht übernehmen könnte. Das ist überaus unerfreulich und bedauerlich. Jawohl. Und muss eigentlich bei den meisten von uns das Gefühl hinterlassen, dass doch eigentlich der Westen in der Lage sein müsste, einem solchen Diktator das Handwerk zu legen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die westlichen Regierungen nicht falsch liegen. Ich kann es nicht begrüßen, aber ich glaube, sie liegen nicht falsch, wenn sie sich bisher, so wie das bisher geschehen ist, extrem zurückgehalten haben und wenn bisher niemand
einen konkreten Vorschlag vorgelegt hat, tatsächlich mit militärischer Macht in dieses Getümmel einzugreifen. Herr Trittin, sehen Sie einen Weg, das Thema Ausland und Militär, Auslandseinsatz und Militär stärker im Völkerrecht zu handhabbar zu machen? Wir haben ja immer den klassischen Konflikt zwischen den nationalen Interessen, zwischen der Souveränität. Der Bundestag ist das oberste Organ bei der Entsendung der Streitkräfte und da wird es auch bleiben. Und gleichzeitig die Frage, Sie sprachen eben selbst von dem Ziel deutscher Außenpolitik, sich in internationalen Bündnissen einzubringen, dort aufzugehen. Wie viel Souveränität kann dann tatsächlich bleiben? Der Versuch der Generalversammlung über die Konstruktion der Responsibility to Protect war ja völkerrechtlich ein sehr interessanter Ansatz. Man hat ja versucht, den Widerspruch zwischen der Souveränität und der universalen Geltung der Menschenrechte dadurch zu lösen, dass man gesagt hat, Bestandteil der unveräußerlichen Souveränitätsrechte eines Staates ist die Pflicht zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Das war, fand ich, ein ganz eleganter Gedanke, mit diesem Widerspruch umzugehen. Und hat dann in Anknüpfung an das übliche Normengerüst der Vereinten Nationen gesagt, der Sicherheitsrat als der Hüter letztendlich auch des Völkerrechts und des Friedens der Welt, kann feststellen, dass jemand das verletzt und dann sind solche Voraussetzungen für solche Missionen, die müssen nicht immer militärisch sein, an der Stelle gegeben. Diese elegante Konstruktion wird in nächster Zeit nach meiner Auffassung so schnell nicht wieder zur Anwendung kommen. Das hat etwas mit Libyen zu tun, weil relevante Länder und nicht nur Länder mit einer fragwürdigen Demokratie- und Menschenrechtsagenda, das kann man, glaube ich, über China und Russland sagen, was jetzt sehr höflich ausgedrückt über die lupenreine Demokratie, ne? Sondern das gilt auch für Demokratien wie Brasilien, Indien oder Südafrika, die in dem Vorgehen Libyen eine Überstrapazierung dieses gesehen haben. Es wird sehr schwierig werden, in solchen Situationen, nicht nur wegen der Veto-Situation, sondern wegen entscheidender Player auf der Bühne. Die Welt ist nicht mehr bipolar, sie ist multipolar und da spielen solche kontinentalen Entwicklungsländer eine zentrale Rolle. Deutschland nehmen Sie nicht rein in diese Aufzählung. Das waren natürlich die Kameraden, mit denen man... Ich nehme Deutschland deswegen nicht rein, weil im Wettbewerb dieser Großen ich eher auf Europa setzen würde, weil Deutschland für sich ein Stück zu klein für so etwas ist. Wir sind in Europa eine große Nummer. Aber aus chinesischer Sicht sind wir auch nicht mehr als eine Provinz. Wenn die schnelle Eingreiftruppe der Europäer in Mali zum Einsatz gekommen wäre, hätten Sie dann zugestimmt? Ich glaube nicht, dass wir eine Eingreiftruppe hätten, die das hätten hinkriegen können. Wir haben, ich habe mit dem Kommandeur von Serval, also der hat gesprochen, der war sehr erfreut über seine Legion étrangère und seine Fallschirmjäger, die traditionell übrigens da stationiert und eingesetzt worden sind. Europa wäre zu diesem militärischen Vorgehen, was die Franzosen an den Tag gelegt hätten, in keiner Weise in der Lage gewesen. Das, und deswegen komme ich jetzt nochmal auf Europa gerne zurück. Das, was wir von Europas Seite bräuchten, wäre etwas, was erheblich über die Mission Europa trainiert jetzt die malische Armee. Und Deutschland fliegt im Auftrag der Vereinten Nationen, die afrikanischen, die werden ja künftig unter UN-Kommando stehen, den Truppen in ihre Stationierungsorte hinausgehen. Was Europa leisten müsste, wäre zum Beispiel eine der wenigen vertrauenswürdigen Institutionen in Mali, das ist die Gendarmerie, aufzubauen. Es fehlt eklatant an Polizeibeamten, die wir ins Ausland schicken können. Die Bundesländer haben sich bereit erklärt, bis zu 960 regelmäßig zur Verfügung zu haben, um die entsenden zu können. Wenn es 300 sind, dann ist das schon eine sehr optimistische Schätzung von mir. Ich will keinem Innenminister an dieser Stelle zu nahe treten. Wir haben
wirkliche Investitionen in Infrastruktur dort. Seit 18 Jahren verspricht die Europäische Union, eine Straße von Bamako nach Timbuktu zu bauen. Die ist bis heute nicht gebaut. Ich bin ziemlich sicher, aber kurz und lang werden die Chinesen sie bauen. Da rede ich von der Fähigkeitslücke, die wir haben. Wir haben dieses Problem, dass wir nach einem solch erfolgreichen, schnellen Einsatz, den die Franzosen da gefahren haben, das war militärisch unter der Sicht sozusagen ein voller Erfolg, sind wir nicht in der Lage, bisher ausreichend mit zivilem Aufbau, auch mit Training und Ausbildung von Militär, diese Situation zu bewältigen. Und das ist das Problem der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, dass der Fehler nicht eher im zivilen Bereich, es kommt ein weiterer hinzu, über den sollten wir sehr ernsthaft innerhalb Europas sprechen. Wir haben inzwischen in Europa durchgehend die Mehrheitsentscheidung, mit zwei Ausnahmen. Das eine ist die Politik, die sich mit Steuern beschäftigt, und das zweite ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich sage Ihnen, diesen Zustand werden wir, wenn wir eine Rolle spielen wollen in der Welt, als Europa, diesen Zustand werden wir überwinden müssen. Ich sage das auch in dem Wissen, dass es dann mal passieren kann, dass auch Deutschland überstimmt wird. Das kann sein. Aber wir werden erst als Europäer handlungsfähig, politisch handlungsfähig. Und für mich gilt der Grundsatz, erstmal muss man politisch handlungsfähig sein, bevor man irgendwo Truppen oder sonst irgendetwas macht. Bevor wir politisch handlungsfähig sind, werden wir nicht sein als Europa, wenn wir nicht auch in der Außen- und Sicherheitspolitik in diesem Bereich zu einer Mehrheitsentscheidung kommen. Sind Sie dann bereit, in einer Situation, würden Sie das so skizzieren, einer europäischen Mehrheitsentscheidung, zum Beispiel zu einem Einsatz in, jetzt sagen wir, Mali, dass sich die Bundesregierung, und Sie gehörten dieser Bundesregierung an, dass Sie sich diesem Votum beugen und auch Truppen entsenden? Oder ist die Frage über Krieg und Frieden, Tod und Leben eine total souveräne? Nein, das ist eine Entscheidung, die eine Bundesregierung dann zu treffen hat, ob sie sich dann trotzdem daran beteiligt. Wir haben bisher, das war übrigens in Libyen, auch nicht gefragt, um das mal auf deutlich zu sagen, dass Deutschland sich daran beteiligt an der Stelle. Es war völlig klar, dass die Deutschen es nicht tun würden. Sondern es geht dann darum, wo die Frage, entsendet man selber Truppen? Und da können Sie jetzt lange darüber philosophieren, wie das Rolle des Bundestages und Ähnlichem. Ich persönlich bin der Auffassung, wenn wir einen Zustand erreicht haben in Europa, wo ein europäisches Parlament mit den gleichen Rechten und Kompetenzen das gestaltet, wie es heute der Bundestag tut, dann habe ich damit kein Problem. Von diesem Zustand sind wir aber noch sehr, sehr weit entfernt. Und deswegen ist das vielleicht eine etwas voreilige Diskussion und schwelgt in Utopien, zu denen sonst nur Grünen neigen. Dann führen wir doch mal die Diskussion in den paar Minuten, die wir noch in dieser Runde haben, bevor ich dann auch Sie gerne einlüde, Fragen zu stellen. Herr Ischinger, zu dem Thema Rüstung, Rüstungsexport. Wenn wir, und da herrscht wohl Konsens auf der Bühne, sagen, wir brauchen ein Militär als Ultima Ratio, muss dieses Militär ausgestattet sein. Dazu braucht man eine Rüstungsindustrie oder muss es irgendwo einkaufen. Nun kann man mit diesen Rüstungsgütern, die dann national produziert werden, natürlich auch im Ausland versuchen, Geschäfte zu machen. Das wird verstärkt, hat man das Gefühl getan, oder nicht verstärkt. Die Rüstungsexportzahlen sind tendenziell steigend. Wenn man in die Details geht, kann man differenzieren. Da ist dann ein Zaun für 1,1 Milliarden dabei für Saudi-Arabien. Deswegen waren die Zahlen so hoch. Aber wie auch immer, es ist ein durchgehendes Merkmal vieler Bundesregierungen seit in der letzten Dekade, Rüstungsexport offensiv betrieben zu haben. Und nun gibt es diese von Herrn Paulsen genannte Merkel-Doktrin. Ist das ein glücklicher Zug der deutschen Außenpolitik oder ist das eine Militarisierung, die nun wirklich unser politisches Können überfordern? Also ich kann auch in der Passage der Rede, die Herr Paulsen vorhin zitiert hat, eigentlich nichts dramatisch Neues erkennen. Die Bundeskanzlerin hat aus meiner Sicht hier einen Akzent gesetzt, der interessant ist, der aber nichts wirklich Neues bedeutet. Lassen Sie es mich mal so formulieren. Ich glaube, Rüstungsexport kann, wenn er mit Augenmaß vernünftig betrieben wird, ein sinnvolles Element einer insgesamt klug konzipierten Sicherheitspolitik sein. Warum eigentlich nicht? Mit welchen Kriterien? Allerdings mit den Sorgen und
mit den Themen, die Trittin vorhin ja auch schon angesprochen hat. Und jede Bundesregierung seit den Zeiten von Willy Brandt oder Helmut Schmidt hat sich mit der Frage herumgeschlagen, ist es richtig, ist es machbar, ist es vertretbar, schwere Waffen, zum Beispiel also ein Regime wie Saudi-Arabien zu schicken. Das ist ja auch keine neue Frage. Mit dieser Frage hat sich, bevor er sein Amt als Bundeskanzler verlor, Helmut Schmidt beschäftigt. Das ist jetzt, wenn ich richtig rechne, über 30 Jahre her. So lange reden wir schon über dieses Thema. Damals ging es um den Leo I, jetzt geht es um etwas fortgeschrittene Modelle, aber das Thema ist das gleiche. Also ich möchte, auch wenn das jetzt hier bei dieser großen Mehrheit im Saal hat, die Angst hat vor Militarisierung, selbst wenn das hier unpopulär sein mag, ich möchte doch eine Lanze brechen für eine Politik, die eine Balance anstrebt zwischen denjenigen, die hier in Deutschland auch dafür sorgen wollen, dass die Unternehmen, auch die, die im Rüstungsbereich tätig sind, in Gottes Namen, dass die ihre Arbeitsplätze weiter erhalten können. Ich bin auch der Meinung, dass, wenn wir der Meinung sind, dass wir eine Bundeswehr haben, eine Bundeswehr brauchen, dass die anständig, modern und so ausgerüstet ist, dass die Soldaten möglichst geringen Gefährdungen ausgesetzt sind. Dann kommen wir zum Thema Drohne. Ergo brauchen wir eine hochmoderne Rüstungsindustrie, sonst müssen wir alles im Ausland einkaufen. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, die durchaus auch Gewicht haben. Und die will ich ja nicht kleinreden, neben den moralischen und politischen, die dann im Einzelfall uns veranlassen müssen, auch mal auf die Bremse zu treten und zu sagen, nee, das machen wir nun gerade nicht. Jetzt lassen Sie mich noch einen Punkt hinzufügen. Ich finde eine Idee, die nicht nur von den Grünen im Bundestag, wenn ich es recht gelesen habe, auch von der SPD, aber auch zum Teil von einigen Abgeordneten aus den Regierungsfraktionen vertreten wird, ich finde diesen Gedanken nicht nur nachvollziehbar, sondern richtig. Das folgende Gedanke. Wenn es so ist, dass der Deutsche Bundestag bei jeder Soldatenentsendung ins Ausland ein entscheidendes Wort mitzureden hat, selbst wenn es nur 10 Soldaten sind, die da irgendwo hingeschickt werden sollen, dann ist es eigentlich nicht logisch und nicht nachvollziehbar, dass der Deutsche Bundestag über strategisch enorm wichtige, moralisch möglicherweise für die ganze Bevölkerung hochfragwürdige Entscheidungen erst ex post, sprich irgendwann mit einigem zeitlichen Abstand später unterrichtet wird, nämlich dann, wenn es eigentlich schon passiert ist. Ich bin also der Meinung, dass man schon darüber nachdenken sollte, ob es nicht Wege gibt, die zwar auch die Interessen der Industrie schützen, die Industrie möchte natürlich nicht, dass jedes denkbare Geschäft, das sich da anbahnt, bereits öffentlich breitgetreten wird, bevor die Unterschriften geleistet sind. Aber ich denke, ich bin ja selbst kein Abgeordneter, aber ich weiß aus meiner langen Zeit in der Bundesregierung, dass es im Bundestag auch Ausschüsse gibt, die auch schon mal geheimtagen und sich mit bestimmten Sachverhalten beschäftigen, die schutzbedürftig sind, die es aber dem Bundestag erlauben, ein Wörtchen mitzureden. Das ist bei bestimmten Geheimdienstthemen so und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man das in diesem Bereich nicht auch machen könnte. Auch mit dem Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Rüstungsexportpolitik, die ja so ein bisschen ein Geschmäckle hat, wegen der moralischen, kritischen Fragen, die auftauchen, wenn man in Länder liefert, die mit einem Fragezeichen zu verbinden sind. Ich glaube also, man könnte durch eine wie auch immer geartete Bundestagsbeteiligung vielleicht den Rüstungsexport insgesamt so ein bisschen aus der, ich sage das mit Gänsefüßchen, aus der Schmuddelecke herausziehen und auch dafür sorgen, dass dort, wo das wirklich Sinn macht, ein breiter Konsens im Deutschen Bundestag dazu beiträgt, dass die Dinge nicht so kontrovers zeredet werden, wie das gelegentlich in der Vergangenheit der Fall war. Also ich kann dem gegenwärtigen Verfahren nicht viel abgewinnen, bei dem dann zwar immer wieder gesagt wird, es ist alles streng geheim und darf nicht erzählt werden, aber dann können wir es doch immer Montagmorgen im Spiegel lesen,
Und dann ist eigentlich der Sinn der Geheimhaltung nicht mehr nachvollziehbar. Herr Trittin, das eine ist das Verfahren, das andere ist die Tatsache an sich. Sehen Sie bei beiden Reformbedarf oder entledigt man sich des Problems, indem man die deutsche Rüstungsindustrie abschafft und das Ganze einfach in Amerika einkauft? Wir haben ja vorgeschlagen, auch übrigens in Konsequenz der eigenen Erfahrung und eigener Fehler, das muss man eben bei so einer Geschichte zusagen. Wir haben damals durchgesetzt in der Bundesregierung Richtlinien für den Rüstungsexport. Diese Richtlinien haben den Belastungstest der Realität nicht in jedem Fall standgehalten. Das ist der Grund, warum wir sagen, wir wollen ein Rüstungsexportgesetz, was klarstellt, dass die Regierung gebunden ist, sich daran zu halten und was auch sicherstellt, eine umfassende Information und im Zweifelsfall auch ein aufschiebendes Veto durch den Deutschen Bundestag. Das ist der Kern unserer Forderung nach einem Rüstungsexportgesetz. Ich finde auch, freue mich, dass Sie das aufgenommen haben, Herr Ischinger, diesen Grundgedanken. Ich finde allerdings auch, wenn wir über den materiellen Kern der Dinge reden, über die wir jetzt reden, dann reden wir mehr als über ein Geschmäckle. Ja, es war schon immer problematisch, Rüstungsgüter in welcher Form auch immer an Saudi-Arabien zu liefern. Aber wir müssen uns, ich glaube, aktuell doch damit auseinandersetzen, dass Saudi-Arabien sich aktiv an der Niederschlagung eines demokratischen Aufstandes, einer schiitischen Mehrheit gegen ein sunnitisches Herrscherhaus in Bahrain beteiligt hat. Dass Saudi-Arabien nicht nur demokratische und zivilgesellschaftliche Kräfte außerhalb der eigenen Landesgrenzen massiv mit Geld und Waffen unterstützt. Übrigens auch Kräfte, weswegen wir als Bundesrepublik Deutschland, kann ich glaube ich die Regierung mit zitieren, sagen, wir liefern keine Waffen nach Syrien, weil wir nicht wissen, wo die hinkommen. Das sind die engsten Bündnispartner von Saudi-Arabien. Und da rede ich dann nicht mehr von Geschmäckle, wenn man die Rebellen. Auf der Rebellenseite rede ich dann nicht mehr von Geschmäckle, wenn im Grunde genommen jeder Wunsch, der aus dieser Ecke, übrigens Katar müsste man an der Stelle, auch wenn das Inneres anders verfasst ist als Saudi-Arabien mit hinzunehmen, an dieser Stelle mit genannt wird. Deswegen glaube ich, da muss man Regeln haben. Diese Regeln müssen verbindlich sein, die müssen transparent sein. Und man muss sich aus der Albernheit fortbewegen, dass alle wissen, was entschieden worden ist. Und man dann so tut, als würde man Geschäftsgeheimnisse schützen für Sachen, die man zugesagt hat. Weil es ist ja unübersehbar, wenn der Panzer dann in Saudi-Arabien durch die Wüste fährt. Da ist ja kein Geschäftsgeheimnis mehr zu schützen an dieser Stelle. Wie weit das geht, das ist richtig bizarr. Wir haben heute im Verteidigungsausschuss die Debatte gehabt über den Eurohawk. Die ist ja betrieben worden. Obwohl seit 2 Jahren klar war, dass das Ding im europäischen Luftraum wohl nicht fliegen wird dürfen. Und dass dieses ein totgeborenes, könnte es eine Aufklärungsdrohne an dieser Stelle? Ja. Dann haben wir uns nachgefragt. Dann ist uns gesagt worden, da hätte es einen zivilen Vertrag gegeben, abgeschlossen, ich glaube 2009. Dieser Vertrag beinhaltet, dass nicht einmal der Bundesrechnungshof in die Einzelheiten dieses Vertrages reingucken kann. Wo sind wir denn, wo der Souverän, der Deutsche Bundestag, Geld geben soll, ohne die Verträge zu kennen und das zuständige Organ, was dafür da ist, zu kontrollieren, ob das alles mit guten Dingen, richtigen Dingen zugeht, nämlich der Bundesrechnungshof nicht mehr reingeht. Darf ich mal diese Form von Geheimhaltung. Ja. Die geht nicht mehr, die muss beendet werden, da muss Transparenz rein, wenn man sich dieser Frage rational an der Stelle nähert. Glauben Sie, Herr Trittin, wenn man solche Dinge transparenter macht, es sind ja hochkomplexe industrielle Vorgänge, da gibt es Interessen, nationale Interessen, es geht um Beschaffungs- und um Forschungsgelder in hoher Zahl, Transparenz, auch beim Export geht dann zum Beispiel, ja, dürfen wir denn nach Griechenland exportieren, der ja einer der Großabnehmer war, obwohl es in einer prekären finanziellen Lage sich befindet und so weiter und so weiter. Glauben Sie, dass Sie bei den 2/3, die hier im Saal sitzen und bei den 2/3 wahrscheinlich da draußen, die ein Grundunbehagen
mit diesem Thema haben, dadurch ein höheres Level an Verständnis oder an Gefolgschaft sozusagen. Ich glaube, und das ist ja die Befürchtung, die auch viele haben, dass dann die Kultur der Zurückhaltung zu einer stärkeren Zurückhaltung bei Rüstungsexporten führt. Das würde ich persönlich auch ausdrücklich begrüßen. Was nicht heißt, wir haben ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorgelegt, kein Verbotsgesetz. Wir glauben nicht, dass man da vollständig drauf verzichten kann, aber dass man dieses transparent und nach vernünftigen Maßstäben organisieren muss. Und ich will da ein weiteres hinzufügen. Und wir müssen uns endlich klar machen, wofür und für welchen Zweck wir eine Bundeswehr einsetzen wollen. Und danach hat sich dann die Ausrüstung zu richten. Wir führen zurzeit manche Diskussionen umgekehrt. Das gilt zum Beispiel für die Drohnendebatte. Bis heute konnte für die künftigen Szenarien, in die wir die Bundeswehr schicken wollen, der Bundesverteidigungsminister, der dezidiert der Auffassung ist, wir bräuchten nicht nur Aufklärungs-, sondern bewaffnete Drohnen, nicht sagen, für welche Einsätze er das schützt. Der Referenzboden Afghanistan ist einer, den glaubt seine eigene Fraktion nicht mehr. Weil wenn Sie CDU und CSU fragen, ob man gerne noch mal so einen Einsatz macht, dann sagen die, nee, lieber nicht. Das heißt, wir müssen endlich dahin kommen zu bestimmen, in welchen Einsatzrahmen, unter welchem Kommando und mit welchem Charakter wir Soldatinnen und Soldaten einsetzen wollen. Und danach hat sich die Bewaffnung zu richten. Und nicht danach gibt es Marktchancen für einzelne Unternehmen. Dient das dem Erhalt von Arbeitsplätzen und Ähnlichem? Ich bin gerne bereit, über Arbeitsplätze und Ähnlichem zu reden, aber hier muss es ein klares Prä für Sicherheit und für die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik geben. Das darf man nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme betrachten. Meine Damen und Herren, Sie haben viele Argumente gehört, nun sind Sie dran. Wer bitte eine Frage hat, möge zu einem der Mikrofone gehen oder sich melden. Ich würde dann auch die Hand heben. Jetzt haben Sie da hinten eine. Bitte schön, kommen Sie vielleicht auch gleich zum Mikrofon. Dann nehmen wir die ersten beiden. Und ich bete wirklich um Fragen, weil wir möchten die Meinungen auch hier oben hören. Dankeschön. Bitte schön. Vielleicht sagen Sie Ihren Namen. Frage, Freudenthal, meine Frage geht an Herrn Tartin, ob ich ihn richtig verstanden habe, dass die militärischen Aktionen insofern schon sehr erfolgreich waren in Afghanistan, Irak, Libyen etc. pp., dass es nur noch ein bisschen hapert an dem Wiederaufbau der Länder. Das heißt, wenn man die Länder erstmal platt machen kann, also Afghanistan mit Daisy Cutters und Benzinbomben und im Irak mit diversen Geschichten, die ich nicht kenne, die man sich aber denken kann. Also Fallujah ist genauso platt gemacht worden von den Amerikanern, wie man es jetzt mit einem Höchstmaß an moralischer Empörung Assad in Syrien vorwirft. Ja. Dankeschön. Ja, die Frage ist, glaube ich, da. Die Frage ist, ob nicht eine andere Politik gemacht werden musste. Ich erinnere an den Doppelbeschluss von Schmidt seinerzeit, den hielt ich für richtig, weil er ein Gleichgewicht wiederherstellen oder aufrechterhalten wurde. Aber die Politik war darauf gerichtet, in Europa zu Verhandlungen zu kommen, Verhandlungen zu führen und der Berücksichtigung auch der Interessen der Gegenseite. Heute ja, vielen Dank. Vielleicht, wir haben noch ganz viele Fragen. Okay, machen wir also das ist die Frage, das ist die Frage da, wie ja. Herr Tritin das meint. Herzlichen Dank. Bitte, vielleicht stellen Sie gleich die nächste. Vielen Dank, Sassou Nguyen, Universität Hamburg. Meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, ob es tatsächlich sowohl in Libyen als auch in Syrien die Responsibility to Protect gebraucht hätte, wenn wir nicht einfach die Genozidkonvention von 1946 hätten nehmen können, die sehr, sehr deutlich die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft in solchen Fällen wie Benghazi ausbuchstabiert. Also ob man tatsächlich immer bei aller Sinnhaftigkeit der Responsibility to Protect, übrigens auch eine Responsibility to Rebuild enthält, zumindest in der ursprünglichen Konzeption, ob es nicht eine Genozidkonvention in beiden Fällen getan hätte, die auf deutlich sichereren völkerrechtlichen Füßen steht, als das die R2P tut. Und die andere Frage ist, die gerne in diesen Diskussionen, wie es mir scheint, ausgespart wird, ist die Frage nach dem Ziel des Regimewechsels, die
völkerrechtlich tatsächlich sehr schwierig ist und die in Libyen erfolgreich umgesetzt worden ist und die, um die in Syrien, wie es mir scheint, ja immer einen, der ausgewichen wird. Und da würde mich einfach, sag mal, sowohl die Sicht von Botschafter Ischinger als auch die politische Sicht von Jürgen Trittin interessieren. Vielen Dank. Vielleicht wollen wir die noch nehmen, dann müssen Sie nicht so lange stehen. Ja. Herr Trittin, ich hatte Ihnen am 13. März einen Brief geschrieben, der ist jetzt beantwortet worden, zu diesem gleichen Thema von Ihrem Sekretariat. So, und ich habe nur zwei Punkte oder Fragen. Warum muss unsere Kanzlerin vor einem halben Jahr, rund einem halben Jahr eine halbe Weltreise machen und Lobbyismus für die Waffenindustrie dort machen? Zwar in Nigeria, in Ghana, Saudi-Arabien, Indonesien und so weiter. In all diesen Ländern habe ich auch gearbeitet. Und wie ist das Verständnis unserer Kanzlerin von Demokratie, wenn sie mit solchen Leuten, die also alles Despoten sind, beziehungsweise Diktatoren, verhandelt und vor Ort dort Besuch macht, um Waffen zu exportieren? Der zweite Punkt, ich kenne die Politik vom Orient sehr gut und der Saudi-Arabien war das Schlimmste. Ich habe 10 Jahre im Irak gelebt und gearbeitet und bin heute noch froh, dass die Vorgängerregierung vor Schröder Nein gesagt hat, im Irakkrieg werden wir nicht unterstützen. Wenn Frau Merkel damals schon dran gewesen wäre, die hätte sofort Ja gesagt, um einen Gefallen zu tun für Bush. Danke sehr. Das war jetzt keine Frage, eine Feststellung, aber die nehmen wir auch hin. Und jetzt kommen Sie noch, bitte. Wir haben Frau Merkel leider nicht hier. Ja, ich werde es dir sagen. Bitte schön. Ja, auch wenn das jetzt alles ein bisschen viel Fragerei ist. Meiner Ansicht nach kommt die nicht-militärische Intervention, werden zu wenig nachgedacht über nicht-militärische Interventionen. Die Chinesen sind da in vieler Hinsicht ein bisschen schlauer in ihrer Außenpolitik, haben weniger militärische Einsätze und sind manchmal effektiver. Am Beispiel Afghanistan kann man zum Beispiel sagen, 70% des Heroins, das in Europa gehandelt wird, stammt aus Afghanistan. Wenn man den Bauern zu einem vernünftigen Preis zwangsweise die Ernte dort abgekauft hätte, dann hätte man den Taliban auch die Hälfte ihrer Finanzierungsmöglichkeiten genommen und hätte weniger Soldaten gebraucht, um das durchzusetzen und wäre effektiver in der Neustaatenbildung. Und man hätte auch ein weniger Drogenproblem hier in Europa, wenn man nämlich die Drogen da aufkauft und selber hier billig verkauft, dann hätte man weniger Kriminalität und man hätte gleichzeitig mehr Wirkung in den Taliban gehabt. Das ist die Frage, ob da nicht nur öfter mal darüber nachgedacht werden müsste, dass man nicht militärisch... Ich weiß nicht, woher die Unruhe kommt, vielleicht die Aussicht auf billige Drogen, sollte sie nicht allzu nervös machen. Es gab auch durchaus Aufkauf, wenn ich das kurz einschieben darf, es gab Versuche, Aufkaufprogramme zu starten, aber das ist ein langes Thema. Ja, wer möchte anfangen? Herr Trittin, es gab einige Sachen vielleicht, warum kommt immer die Politik hinter dem Militär her? Ich habe am Anfang versucht, etwas zu differenzieren und ich finde, das ist dem Thema an der Stelle auch angemessen. Ich weigere mich bis heute, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wie den die USA gegen den Irak begangen haben, auf eine Stufe zu stellen mit einer Mission der Vereinten Nationen im Sudan, zum Beispiel zur Trennung Nord- und Südsudan und zur Überwachung eines Waffenstillstandsabkommens. Das ist etwas anderes und ich finde, wir tun gut daran, dazwischen zu unterscheiden. Und ich habe zweitens gesagt, es gibt, was die militärischen Missionen angeht, die Deutschland, an denen Deutschland sich beteiligt hat, eine gemischte Bilanz. Es gibt erfolgreiche und es gibt gescheiterte. Ich habe die Frage im Fall Afghanistan bewusst offen gelassen. Ich glaube, dass viel von dem, was wir angestrebt haben, über den Verfassungsprozess, über die Frage der Herausbildung von Zivilgesellschaft, was die berühmten Schulen angehen, in die jetzt wieder Mädchen reingehen und Ähnlichem, dass man da sehr, sehr vorsichtig rangehen muss, weil die Frage, ob das selber trägt, sich erst nach 2014 wird beantworten lassen. Mein Eindruck ist, dass die überwiegende
nicht nur der deutschen Bevölkerung, sondern der Staatengemeinschaft aus Afghanistan abzieht, in dem Wissen, dass die Ziele, die man sich ursprünglich gestellt hat, nicht erreicht worden sind. Und das finde ich in dieser Sachlichkeit so festzustellen. Es gibt andere Missionen, wo auch übrigens aus Fehlern von vorangegangenen Missionen etwas gelernt worden ist. Man hat auf dem Balkan im Kosovo sehr lange zugeguckt, bevor man etwas gemacht hat. Diesen Fehler hat die gleiche Regierung, die Regierung Schröder-Fischer, in der ich Umweltminister war, im Fall Mazedonien nicht gemacht. Wir hatten damals auch kein Problem mehr, ein Mandat zu bekommen für eine solche Intervention. Und das ist ein Teil der Frage zu der Genozidkonvention. Es nützt nichts, dass ich feststelle, dass ich irgendwo einen Genozid habe. Es nützt mir auch nichts, dass ich feststelle, ich habe, hier ist die Responsibility to Protect verletzt worden ist. Wenn ich über militärische Maßnahmen rede, brauche ich eine Legitimation dafür. Und die einzigen beiden völkerrechtlich anerkannten Legitimationen ist eine Legitimation durch eine den Weltsicherheitsrat oder ihm gleichgestellter Regionalorganisationen oder der klassische Fall der Selbstverteidigung. Für einen anderen Zweck darf man, das ist gut so, dass das so ist, völkerrechtlich keinen Krieg führen. Und deswegen war die Genozidkonvention nie eine, die getaucht hätte für einen solchen Fall, weil man diesen Fall nicht hat. Und da hängt zurzeit auch die Situation in Syrien dran. Und deswegen rate ich wirklich dazu, die Einsätze darauf abzuklopfen, wo sie tatsächlich einen Erfolg hatten. Meine Konsequenz aus diesen verschiedenen Einsätzen ist, dass ich festgestellt habe bei so einer Betrachtung dessen, auch was man selber vielleicht rückblickend lieber anders gemacht hätte, wo man sich selber in eine Eskalationsdynamik reingegeben hat, aus der man nicht rausgekommen ist, so ist das der ersten rot-grünen Regierung da gegangen im Falle Kosovo, dass man aus dieser Entwicklung heraus feststellen kann, dass die Missionen, die erfolgreich waren, müssen nicht nur welche, an denen wir beteiligt waren, auch normale UN-Blauhelm-Missionen in Afrika und die, die nicht erfolgreich waren, über den Erfolg einer solchen Mission entscheiden fast nie die militärischen Fähigkeiten und fast immer die zivilen Fähigkeiten zum Wiederaufbau, zur Entwicklung und zu einer politischen Lösung und übrigens auch der politische Kompromiss. Das hört sich immer schrecklich an, wenn man mit Kriegsparteien ist, aber es ist so. Klar. Wir waren ja früher der Auffassung, auf keinen Fall, was noch wie Kurt Beck belacht worden ist, als er mal gesagt hat, man dürfe nicht mit, man müsse auch mit gemäßigten Taliban reden. Das einzig Falsche daran war die Vorstellung, es gäbe gemäßigte Talibs. Die gibt es nicht. Aber man muss mit ihnen reden. Und ich war letzte Woche in den USA, da ist man im State Department beim Afghanistan-Beauftragten sehr traurig zurzeit, dass in dem von einem deutschen Diplomaten ausgehandelten Büro der Taliban in Doha zurzeit niemand ist und die Amerikaner mit denen nicht sprechen können. Also das wäre unter Bush unmöglich gewesen, eine solche Politik auf den Weg zu bringen. Aber dass das der Weg draußen ist, das ist keine Negation des Militärischen, aber eine Beschreibung der Grenze, was Militär überhaupt leisten kann. Ich sage nochmal, Militär, wenn es denn überhaupt etwas leisten kann, kann höchstens einen Raum und Zeit und einen geben für eine politische und eine zivile Lösung. Und da hapert es in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik Europas. Da haben wir als Bundesrepublik Deutschland massive und massivste Defizite. Und das Interessante zurzeit ist, wenn Sie mit Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz sprechen, dann sagen die Ihnen genau das. Das Erste, was ich in Mali von den Ausbildern zu hören gekriegt habe, wieso sind nur noch 40 von 40 Entwicklungshelfern der GIZ nur noch 12 hier? Wir bräuchten das Doppelte. Das ist die Erfahrung, die gerade von Soldaten im Auslandseinsatz, Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz hier zurückgespiegelt werden. Und dieser Verantwortung werden wir nicht gerecht. Weil Sie eben von der Eskalationsdynamik Kosovo sprachen, im Rückblick, war das ein Fehler, sich beteiligt zu haben, wenn Sie die ganze politische... Nein, die Situation war am Ende auswegslos. Und wir haben uns
damals im Bundeskabinett, übrigens war damals noch der Bundesfinanzminister, nicht Hans Eichel. Ich weiß nicht, wer sich noch an den Namen desjenigen erinnert. Ja, schon war das Oscar Lafontaine war das. In der Situation, dass wir gesagt haben, bisher ist Milosevic immer, wenn man gesagt hat, also wenn du jetzt nichts machst, dann gibt es was mit der Luftwaffe auf dem Deckel, zurückgeschreckt. Und die Vorstellung, dass er das nicht tun würde, dass er uns auf die Probe stellen würde, die hatte, ich würde jetzt mal für alle sagen, nicht nur für mich, die hatte niemand. Und dann war man genau in der Eskalationsdynamik drin, was für mich heißt, lass nie so eine Situation wieder aufkommen, wo du nur noch diese eine Wahl hast. Bring dich nicht in die Situation, dass andere dich zwingen, etwas tun zu müssen. Und zum anderen gucke zu, dass du früher warst. Und so ist die Situation dann gewesen, als in Mazedonien sich Ähnliches abspielte. Da haben wir nicht zugewartet, sondern sehr früh, bevor es die Eskalation gab, übrigens in Abstimmung mit Russland, uns eines Mandates bedient, waren mit Soldaten dort. Da ist kein einziger Schuss gefallen. Heute ist Mazedonien auf dem Weg in die Europäische Union und geht mit seinen Minderheiten halbwegs anständig mit. Herr Ischinger, der rechtliche Instrumentenkasten, der angesprochen wurde, also Genozidkonvention, R2P, haben wir überhaupt die Werkzeuge, die man in unseren modernen Zeiten braucht, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass Interventionen eher seltener werden, dass der Konflikt aus der Ferne und sei es durch Cyber zunimmt, da fehlt doch allerhand. Wir haben zum Beispiel über Cyber-Auseinandersetzungen jetzt gar nicht tief geredet, aber rechtlich betrachtet stehen wir da vor ganz großen Lücken. Ja, das ist sicher richtig. Das wäre ein abendfüllendes Thema für sich. Die Frage, ob man, was die Nutzung von Cyber-Technologie angeht, in eine Art von Wilden Westen hineinläuft, wo die Verursacher, nicht wahr, diejenigen, die schießen, gar nicht gesehen werden können, gar nicht ausfindig gemacht werden können, wo sozusagen alles erlaubt ist. Die Frage nach Regeln für Cyber ist, finde ich, eine ähnlich spannende Frage wie die, die damals vor 40 Jahren aufkam, als die ersten Staaten in der Lage waren, ballistische Systeme in den Weltraum zu schießen. Kann man den Weltraum freihalten von militärischen, von Waffensystemen? Aber ich glaube, das können wir jetzt hier gar nicht ausdiskutieren. Wenn ich darf, ich würde gerne noch mal eine Lanze brechen für einen Punkt hier, um die Mehrheit ein bisschen zu beeinflussen, was die Sorge vor der Militarisierung angeht. Wir haben einen Punkt nicht besprochen. Wir diskutieren hier zu Recht, unter Deutschen sehr deutsch. Denken Sie auch ein kleines bisschen daran, was man so von außen an uns für Erwartungen heranträgt. Die Erwartungen an Deutschland haben sich, das mag man beklagen, haben sich natürlich verändert. Die haben sich insbesondere in den letzten Jahren auch deswegen verändert, weil wir plötzlich, ohne dass die heutige oder die frühere Bundesregierung das strategisch so gewollt hätte, dass wir plötzlich in der Europäischen Union mit Abstand der größte, dickste und reichste sind. Und aus der Sicht unserer Partner sind wir im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich natürlich seit längerem ja nicht nur geliebt dafür, dass wir den Ton angeben und den anderen sagen, wo es lang geht. Mit durchwachsenem Erfolg. Aber wir sind die tonangebende Macht in Europa. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass eins nicht passieren darf. Es darf nicht eine Lage entstehen, um jetzt wieder zum Thema Militarisierung und Einsatz von Militär und unsere Rolle bei der Bewältigung oder Verhinderung, bei dem Management von Konflikten, Syrien, Libyen, Mali und so weiter zurückzukommen. Wir dürfen nicht in eine Lage kommen, in der draußen der Eindruck entsteht, die Deutschen lassen die Drecksarbeit, wenn sie denn gemacht werden muss, am liebsten von den anderen machen, verdienen dann aber viel Geld mit ihren großartigen Waffenexporten, denn wir sind inzwischen, ist ja gesagt worden, an Frankreich und Großbritannien weit vorbeigezogen. Wir sind mit Abstand der größte Waffenexporteur
Europas. Das mag man auch beklagen, hilft aber Arbeitsplätzen, hilft unser Wohlstand und so weiter. Kann man zynisch betrachten, ist aber so. Wenn es so ist, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Auswirkungen hat auf die Erwartungshaltung unserer Partner in Europa, aber auch unserer Partner außerhalb von Europa, einschließlich des transatlantischen Partners in den USA. Diese Erwartung können wir ignorieren, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in dem Maße, in dem wir, ich sage es ganz salopp, der größte, dickste der Europäischen Union geworden sind, diese Erwartungen an uns im außen- und sicherheitspolitischen Bereich natürlich gestiegen sind. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und deswegen glaube ich, ist es schon richtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, könnten wir mehr tun? Ich glaube, wir dürfen einfach nicht sagen, wir können in Syrien nichts machen. Und jetzt legen wir die Löffel an und überlassen das Nachdenken anderen, was man tun kann. Ich glaube, es ist auch eine moralische Pflicht, dass wir jeden Tag im Bundestag, in unseren Zirkeln, wo immer das möglich ist, die Frage jeden Tag wieder auf den Prüfstand stellen. Gibt es irgendetwas, was man tun kann, um diesen Konflikt einzuhegen, zu einem Ende zu bringen? Vielleicht wird ja aus dem jüngsten Projekt einer Konferenz, die von USA und Russland ins Spiel gebracht worden ist, vielleicht wird daraus ja etwas. Was könnte Europa dazu beitragen? Wir als der Größte und Dickste, können wir das mit anschieben? Ich glaube, dieser Verantwortung dürfen wir uns nicht entziehen. Aber darf ich nochmal, wenn das richtig ist, dass auf uns Erwartungen lauern, da bin ich ja bei Ihnen, das stimmt. Mhm. Aber eine Logik, die sagt, weil wir auch dann über Rüstungsexporte so viel daran verdienen, deswegen müssten wir dann auch mehr Soldatinnen und Soldaten ins Ausland schicken. Die kann man auch in eine andere Richtung auflösen und kann sagen, wir müssten vielleicht auch weniger exportieren, dann ist diese Erwartung eine andere. Und das Zweite, wenn man sagt, man muss was tun, ja, aber wir alle neigen, übrigens auch die, die Militäreinsätze sehr kritisch oder ablehnend sehen, immer dazu, dieses was tun zu verengen auf militärische Maßnahmen. Deswegen fand ich das Beispiel, was eben mit den Drogen kam, ganz zutreffend. Aber ich will durchaus mit Syrien anfangen. Ja, wir sind ein reiches Land. Wir sind ein reiches Land, was sich über Monate hin die humanitäre Unverschämtheit geleistet hat, dass wir Menschen, deren Geschwister in Jordanien, in der Türkei, im Libanon unter elenden Bedingungen in Flüchtlingscamps gelebt haben, dass wir die Geschwister von hier lebenden Syrern und Deutschsyrern nicht haben einreisen lassen, selbst wenn der Bruder oder die Schwester, die hier in Deutschland gesagt hat, ich komme für alles auf, selbst für Krankenkasse und alles Weitere. Da haben wir gesagt, nein, das war falsch. Da sind wir humanitär, haben wir uns falsch verhalten. Und ich würde weitergehen. Sie müssen sich mal klar machen, wir hatten eine Diskussion, was mit 1700 Flüchtlingen in Europa auf der kleinen Insel, oder 700 waren es glaube ich sogar nur, Lampedusa passiert. Man muss sich mal klar machen, dass in der Türkei an der Grenze zu Syrien 200.000, im kleinen Libanon 450.000 und im kleinen Jordanien zu den Flüchtlingen aus Palästina und zu den Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Flüchtlingen aus dem Irak noch einmal 450.000 Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind. Da, finde ich, ist Deutschland gefordert. Da müssen wir als Europa durch massivere Hilfe etwas machen. Wir laufen mit sehenden Auges auf eine Situation zu, wo Jordanien zerfällt. Was das übrigens für die Sicherheit Israels heißt, will ich gar nicht an dieser Stelle ausmachen. Also wir haben auch noch ein geostrategisches Interesse, das zu tun. Und deswegen glaube ich, dass solche Maßnahmen etwas sind, wo wir viel mehr liefern müssen. Gilt übrigens auch für die Drogensache. Drogen ist in meinen Augen die viel größere Bedrohung als die Frage der Cyberkriminalität. Wir haben mittlerweile einen Zustand, dass sich
der internationale Drogenhandel Staaten hält. Guinea-Bissau ist ein Narco-State. Da werden die Flugzeuge aus Kolumbien landen dort und fahren dann über, fliegen weiter nach Mali und von dort geht das nach Europa. Ich glaube, dass wir uns der Realität stellen müssen, dass der vor einigen Jahrzehnten ausgerufene War on Drugs gescheitert ist. Und dass wir nach anderen Auswegen suchen müssen. Ob das eine ganz einfache Legalisierungsstrategie ist, da würde ich die eine oder andere Anmerkung im Praktischen noch dran machen. Aber der Grundgedanke, diesen Leuten die Nachfrage wegzunehmen, um ihnen das Geschäftsmodell kaputt zu machen und nicht weiter zuzusehen, wie ganze Staaten wie Mexiko, wie Guinea-Bissau inzwischen erfolgt und andere in die Hände von solchen kriminellen Organisationen mit unglaublich viel Geld, unglaublich viel Technologie fallen, diesen Gedanken, da müssen wir in der Tat mehr drauf verschwenden. Das wird aber nicht militärisch zu lösen sein, weil militärisch hat man das 20 Jahre versucht zu lösen und die Drogenmafia ist immer stärker geworden. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Sie sehen, über das Thema Militarisierung und Einsatz des Militärs, die Frage nach der Rüstung auch, geraten Sie sehr schnell in die ganze Komplexität der Außenpolitik hinein. Das sind verwobene Probleme, das hat diese Diskussion klar gemacht. Wir wollen nun zum Schluss noch mal abstimmen, um zu sehen, ob sich das Stimmungsbild verändert hat. Also alle, die wie vorhin der Meinung sind, ja, ich beobachte eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik, mögen bitte die grüne Karte heben. Immer noch erheblich. Der grüne Wald, hat er sich gelichtet oder nicht? Das ist die Frage. Ja, nicht viel. Ne? Also, ich bin neutral, zumindest heute. So, dann haben wir das. Bitte die Gegenprobe mit Rot. Wer ist der Meinung, nein, eine Militarisierung kann ich nicht beobachten? Vielleicht ein paar mehr. Ein paar wenige mehr. Nicht viel. Und solange die Zahlen zusammengezählt werden, mit einem Blick auf die Uhr, Herr Trittin, und der Bitte um eine wirklich kurze Antwort, weil in Ihrem eigenen Interesse, Sie wollen auch einen Zug erreichen. Darf ich vielleicht noch eine Frage loswerden, bevor Sie sich wieder in Ihren Drogen verlustieren? Eine Frage loswerden. Warum, aus Ihrer langjährigen Erfahrung mit diesem Thema, und Sie haben gerade in Ihrer Partei emotionale Debatten geführt, wie kaum einer in der Gesellschaft, Militarisierung, warum ist es in dieser Gesellschaft wahrscheinlich an Emotionalität nicht zu überbieten? Findet sich in dieser Gesellschaft kein Thema, das an Emotionalität zu überbieten ist, als die Militarisierung, als die Frage nach dem Einsatz des Militärs? Das hat eine ganz einfache Ursache. Deutschland ist verantwortlich für zwei Weltkriege. Deutschland ist verantwortlich für das monströseste Verbrechen, was es in der Menschheit gegeben hat. Und in diesem Wissen wird diese Gesellschaft immer sich verhalten müssen. Und deswegen gibt es einen, wie gesagt, wie ich finde, guten Common Sense, einen Konsens in Deutschland zur militärischen Zurückhaltung. Das sind wir vor dem Hintergrund unserer eigenen, und ich sage das sehr deutlich, verbrecherischen Geschichte, ist notwendig, dass wir uns so verhalten. Herr Ischinger. Auch mit der Bitte um einen Satz, Sie leiten die Münchner Sicherheitskonferenz, die auf sehr realpolitischem Niveau Sicherheitsfragen diskutiert und dann stößt man eben immer natürlich an die deutsche Diskussion, die sehr viel emotionaler ist. Wie viel? Ich bin ganz bei Herrn Trittin. Ich glaube auch, dass das, was Jürgen Trittin da gerade sagt, wahrscheinlich eine sehr breite Zustimmung auch im Deutschen Bundestag bekommen würde, egal wo man, in welche Richtung man da schaut. Ich will nur eine Fußnote dazu anbringen. Ich erlebe immer wieder, habe es früher schon erlebt, als ich noch aktiver Diplomat war, dass
manche unserer Partner, jetzt komme ich wieder zu meinem Thema von vorhin, die beeindruckt sind von unserer wirtschaftlichen, sozialen, politischen Stärke, dass manche unserer Partner sagen, versteckt euch jetzt nicht mehr hinter eurer Geschichte. Nehmt eure Verantwortung wahr. Und ich glaube, dass der Verteidigungsminister de Maizière, der im Augenblick Schwierigkeiten hat wegen dieser Eurohawk-Geschichte, dass der richtig lag, als er bei seinem jüngsten Dokument, das liegt jetzt schon ein Jahr zurück oder so, die verteidigungspolitischen Richtlinien, als er dort sozusagen in dicken Lettern reinschrieb, als eine der zentralen Aufgaben deutscher Sicherheitspolitik, die Übernahme internationaler Verantwortung. Da sind wir, glaube ich, auch gar nicht unterschiedlicher Meinung. Mitwirken bei den Vereinten Nationen, Stärken der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Ich finde es fabelhaft, dass Herr Trittin sich für die Einführung von Mehrheitsentscheidungen, überhaupt von Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik ausspricht. Wenn alle Außenminister in der Europäischen Union das mittragen würden, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Da habe ich noch 30 Sekunden. Nee, Sie wollen auch zerbrannt. Ja, aber noch 30 Sekunden. Ich sage mal ein Beispiel, wo wir sofort viel mehr Geschlossenheit der Europäischen Union erreichen würden, wenn wir auch nur ansatzweise Mehrheitsentscheidungen hätten. Bei jeder Frage der Anerkennung, Palästina, Kosovo, die uns in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist die EU ständig auseinandergefallen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir solche Entscheidungen nicht mit Mehrheit treffen können. Dann würde die Europäische Union als Player, als Akteur viel geschlossener da sein. Das ist auch eine wichtige deutsche Aufgabe, als der Größte und Dickste hier ein bisschen voranzugehen und zu schieben. Herr Ischinger, Herr Trittin, ich danke ganz, ganz herzlich, dass Sie diese Diskussion geführt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie das Interesse gezeigt haben für außenpolitische Diskussionen. Sie werden nicht weniger wichtig in diesem Land, Sie werden wichtiger. Jetzt bin ich Ihnen noch die Zahlen schuldig. Es gab eine leichte Verschiebung. Vorher haben 165 mit Ja gestimmt, jetzt sind es 142. Das heißt, die Kritikerseite, die sagt, wir erleben eine Militarisierung, hat leicht abgenommen. Mit Nein, es gibt keine Militarisierung, haben vorhin 51 gestimmt, nun 60. Sie sehen, es gibt eine kleine Lücke, das sind die Enthaltungen, das sind die Flüchtlinge, es ist niemand zur Tür rausgegangen. Und das nächste Mal werden wir Sie wieder zur Abstimmung bitten. Vielen Dank, schönen Abend, Wiedersehen.